Uiuiui, Mensch, schon wieder mal hier so ein Blistraum. Ich war gerade noch dabei, irgendwie ein paar Schreine zu zerstören neben mir und konnte gerade noch die Aufnahme starten. Als es hier nicht mehr. Du kannst einfach weitermachen, was du willst, ohne Konsequenzen? Ich war vernünftig, ich war gerecht. Aber du bist so selbstsüchtig. Du hast jemanden zum Gehen gezwungen, der überhaupt nicht gehen wollte. Nur damit du was sein konntest. Ein Held. Weißt du, was Hybris ist? Arroganz vor den Göttern. Die Griechen glaubten, es wäre gefährlicher Hochmut, der die Göttin Nemesis dazu brachte, die gerechte Strafe zu erteilen. Genau die richtige Karte. Wenn ich gewinne, musst du einen Button tragen. Was sagst du? Straight Flush. Wenn Gewalt die einzige Sprache ist, die du verstehen willst, dann spreche ich diese Sprache. Und wenn ihr Blut an deinen Händen klebt... Und wenn ihr Blut an deinen Händen klebt... Sehen wir, wie heroisch du dich fühlst. Sehen wir, wie heroisch du dich fühlst. Was machst du denn? Oh je. Es tut mir leid, dass ich das tun muss. Es tut mir leid, dass ich das tun muss. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Aber du hast dich entschieden. Aber du hast dich entschieden. Wer hat die Türen geöffnet? Oh shit! Sie sind drin! Ich sagte doch, ich will nicht gehen. Ach du Scheiße. Okay. Ja, wir haben es schon gehört, wir sollen auf jeden Fall beobachten. Mann, ey, da ist man gerade mal einmal nicht da und dann eskaliert ja gleich alles. Oh shit. Die Pettys haben den Kontrollraum! Rookie! Irgendwer! Wir werden Nein! Haltet sie auf! Ey, komm, steh auf! Okay, die Lektion. Ja, dann einmal schnell flinke Füße rüber. Verdammt, sie haben Earl! Rookie, verdammt nochmal, wo bleibst du? Ja, sorry, hallo. Ich war gerade im Drogenrausch, Mensch. Kann sich nicht mal einen Rausch hingeben, ohne dass hier gleich wieder irgendwelche Probleme auftauchen. Unglaublich. Oh shit, ey. Mal gucken, ob hier noch irgendwas zu retten ist. Oh, da haben wir schon einen Scharfschütze irgendwo. Aua! Blöder Penner da oben. Okay, so. Du bist in der Nähe, Rookie. Die verdammten Peggys sind im Gefängnis. Sie haben die Eingänge versperrt. Da ist ein Luftschacht auf dem Dach. Such dir einen Weg da hoch und komm von da aus rein. Okay, ja dann... Jetzt mein Gott. Aua, wer schießt denn hier bitte, sag mal? Ach, da oben. Arschgeige. Könnt ihr mal liegen bleiben jetzt hier, Freunde? Oder ist jetzt hier... Okay, einmal hier hoch. Und wie zum Henker kommt man denn hier hoch? So, dann einmal hier auch aufs Dach. Noch sieht es gut aus. Also ich weiß natürlich nicht, was drin los ist, ob die alle schon irgendwie erledigt sind oder sonstiges. Okay, so, dann einmal rein hier. Vier Stück ist natürlich schon echt viel. Hör auf zu jaulen. Ich weiß nicht, was die wollen.
In Ordnung! Ah, shit! Mann, ich treffe hier nichts hier. Unglaublich. Oh, nicht nachladen, nicht nachladen, Mann, Alter. Nachladen ist echt ätzend. Immer im falschen Moment nachladen. Ja, sollte auf jeden Fall das Sturmgewehr da oben nehmen. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich Pistolen mit einem Schalldämpfer? Eine Pistole mit Schalldämpfer wäre auch noch extrem geil. Und diese Seitenwaffen-Takedown habe ich immer noch nicht. Weil das Problem ist an der ganzen Sache, naja, wie soll es auch anders sein? Irgendwie habe ich ständig eine Seitenwaffe quasi als, also ein Granatwerfer als Seitenwaffe suchen. So, sehr schön. Rocky, schnell! Ich bin hinüber. Wenn du mir nicht danke. Ich hab schon mein Leben am Arsch, wenn du mir nicht hilfst. Ja, kommt, Freunde, schnappt euch irgendwelche Waffen und los geht's. Wir müssen das Gefängnis befreien. Liebe Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen. Irgendwas muss Virgil und dem Marshall zugestoßen sein. Dann ging das Chaos los. Die haben den Sheriff, Rookie. Die haben alle. Wir haben Ärger. Wir müssen los. Das Tor ist verschlossen. Einer der Wichser da draußen hat den Schlüssel. Schnell. Okay, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Zeitdruck. Schnell, bring den Schlüssel her. Ja, die Frage ist natürlich, wo ist der Schlüssel? Also, liegt der jetzt hier irgendwo rum, oder? Der pfeift denn die ganze Zeit rum, sag mal. Sekunde, wo geht's denn hier raus? Moment. Ganz kurz gucken. Ja, Schlüssel. Ah, da oben hängt einer. Warte mal, Sekunde. Komm da hoch. Hm. Ja, wenn sie mir da sagen würde, wo der Schlüssel ist, dann wäre das gar kein Problem, denn ich bin offensichtlich hier irgendwie im Gebäude drin und komme nicht hier raus. Also das heißt, der muss irgendwo hier sein, oder nicht? Ja, Mann, dann sag mir doch, wo der Scheißschlüssel ist. Liegt hier irgendwas rum? Was aus wie eine Schüssel? Keine Ahnung. Da, hier liegt irgendwas. Ah, alles klar. Sehr schön. Ihr habt uns solche Mühe gegeben. Wie traurig. Zu wissen, dass alles vergebens war. Oh nein, 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 nein! Bitte! Hilf mir! Und fest drauf! Komm schon, Virgil, komm! Komm schon! Ja, ich glaube, Virgil ist Geschichte. Sie macht. Sie nimmt. Sie zerstört. Finde sie. Töte sie. Lass sie damit nicht davonkommen. Oh ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Aber wir müssen dafür noch einige Vorbereitungen treffen, denn es geht nicht so ohne weiteres. Der Marshall ist auch Geschichte. Konfrontiere Face. Ja, ist natürlich die Frage, wo? Ob die schon irgendwo rumtouren? Das weiß ich gar nicht. Moment, hier ist ein Tresor, den haben wir schon geplündert. Wenn
es vorbei ist, werden wir vereint sein im Bliss. Ich muss sagen, allein schon in den ganzen Rauschzuständen bin ich froh, wenn die endlich Geschichte ist. Mann, das ist ja echt anstrengend. Ständig hat man irgendwelche Drogenvisionen oder sonstiges. Unglaublich. Und mal wieder liege ich irgendwo rum. Man kennt es ja nicht anders. Jetzt siehst du, wozu wir fähig sind. Komm zu mir und ich zeige dir eine Welt, die du nie für möglich gehalten hättest. Das verlorene Paradies. Naja, so richtig geil sieht es hier nicht aus. Ich meine, okay, ein bisschen grüne Wiese, ein paar Blümchen, die leuchten. Ansonsten ist hier nichts weiter zu sehen. That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Aber jetzt versteht er seine Bestimmung und wird sich in Eden zu uns gesellen. Und wenn du versuchst, ihn aufzuhalten. Oh Mann, ja, ich hoffe, dass wir ihm vielleicht noch zu Hilfe kommen können. Wobei ich ehrlich gesagt so meine Zweifel habe. Der Sheriff war eine Mauer. Eine Mauer zwischen dir und dem Vater. Eine Mauer, durch die du nicht die Wahrheit erkennen konntest. Oh je. Okay, jetzt kämpfen wir hier im Drogenrausch gegen Face. Er ist ja richtig super. Und ich habe, na, doch, für die Kids habe ich sehr schön. So dicht dran. So dicht dran. Und neue Munition. Nehmen wir gleich mal mit. Sehr schön. Fräulein, wo bist du denn? Und wenn er es tut, dann führt kein Weg zurück. Also ich. Wo kann ich sein? Okay, super. Der Garten ist nicht für dich. Bist du verwirrt? Keine Sorge. Das geht bald vorüber. Ja, das ist super. Okay, Munition schnell mitnehmen. Warum kämpfst du gegen uns? Ja, und Medikits liegen auch rum. Sehr schön. Das läuft richtig gut. Der Vater hat es dir gezeigt. Die Welt stürzt in sich zusammen. Sie ist krank und verdorben. Der Vater bietet dir die Chance, loszulassen. Dir keine Sorgen mehr zu machen. Frei zu sein. Es werden auch immer mehr Visionen hier. Unglaublich. Da ist der Drogenrausch. Okay, man kann auf jeden Fall hier schon mal das Ding sehen. Ich kann nichts dafür. Nichts davon ist meine Schuld. Meinst du, ich wollte das? Er hat mich mit Drogen gefügig gemacht, mich bedroht. Ich war 17, noch ein Kind. Hey, hier bekommt man auf jeden Fall schon mal Informationen zu Faiths Vergangenheit. Ich meine, die hat sicherlich auch kein leichtes Leben gehabt. Aber es ändert ja noch nichts an Tatsache, dass sie halt. Uiuiui. Du willst
es nicht verstehen. Du begreifst immer noch nicht, was du tust, oder? Joseph glaubt, er sei unser Erlöser. Aber du wirst es sein, der entscheidet, was passiert. Du warst der Anfang. Du bist das Ende. Es sollte immer genau so ablaufen. Du folgst dem Pfad. Du rettest deinen Chef. Du wirst der Held sein. Und dann entscheidest du. Und wenn du nicht auf ihn hörst, behält er recht. Oh Mann, sehr theatralischer Abgang auf jeden Fall. Aber ich meine, wie gesagt, die ist halt vielleicht auch nur Opfer. In gewisser Art und Weise. Uiuiui, Mensch. Unglaublich, geht er richtig voran jetzt hier. Okay, folge dem Pfad und betritt Faiths Bunker. Ja, vielleicht ist sie noch nicht Geschichte, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Wobei, als wir John damals getötet haben, war das ja auch ähnlich. Da musste man ja auch erstmal John töten und dann quasi in den Bunker rein. Alles voller Blisspflanzen hier. Finde den Sheriff. Okay, das machen wir natürlich gleich mal. Suchen wir mal ganz kurz, ob wir den vielleicht noch retten können. Ich habe nicht darum gebeten. Ich wurde auserwählt. Joseph, Sie! Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf etwas verkommen. Ich muss aber sagen, ist echt gut umgesetzt hier insgesamt. Is to sing his praise than when the first begun. Ich habe nicht viel Zeit, Rocky. Das Bliss. Du musst es aufhalten. Du musst dich beeilen. Amazing. Also, ich muss sagen, das Bliss ist schon echt eine Hardcore-Droge. Oh nein, 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 aus. Nein, komm mal weg da. Nein, hallo, ich kann dich retten. Komm runter da. Komm weg da. Was blind, but now I see. Du musst dich beeilen, Rookie! Schnell, Rookie! Halt das Bliss auf! Ja, mach ich. Dann können wir ihn vielleicht noch retten. Nicht, dass er sich ja gleich erhängt. Das wäre extrem uncool. Okay, so, dann mal schnell nach vorne, mal gucken, ob wir das wirklich schnell noch gewuppt kriegen. Allerdings habe ich so ehrlich gesagt meine Zweifel, denn wir kommen nicht schnell genug voran. Und vor allem die ganze Zeit hier diese Blisspflanzen noch, vor allem Drogenrausch hier aktuell. Gott.
wer schießt denn die ganze Zeit? Oh, Freunde. Einmal hier nach oben. Gar nicht weit genug runter mit dem Zielen. Ne? Ich bleib mal stehen hier. Aua. Das war schön totboxen hier. Okay, sehr schön. Gut, dann müssen wir ganz kurz hier die Dinger stoppen. Ich weiß gar nicht, einfach zudrehen oder was? Okay, 0 von 5. Warnung, Zentralventile überladen. Warnung. Zentralventile überladen. Warnung. Zentralventile überladen. Warnung. Zentralventile überladen. Warnung. Zentralventile überladen. Okay, so, dann haben wir schon mal 3 geschafft. Fehlen ja nur noch 2. Mal gucken, dass wir die Gegner erstmal ganz kurz hier erledigen, denn. Okay, Nummer 4. Okay, so hier vorne haben wir noch 2 Typen, mal ganz kurz kalt, nicht das ganze rumstressen. Komm mal her, Freundchen. Okay, sehr schön. So, Nummer 5. Schnell, flinke Füße. Wir haben keine Zeit. Ich glaube, ich fliege gleich alles in die Luft. Oha. Okay, jetzt müssen wir raus hier. Bleib stehen, Freundchen. Wo bist du denn hin? Das war's dann, Rookie. Tut mir leid, aber ich muss von hier verschwinden. Wegen dem Bliss kann ich nicht mehr gerade gucken. Da liegt es an dir, spreng die Bude in die Luft. Okay, zentrale Pumpen zerstören. Wir haben allerdings nur noch 3 Medikits. Das könnte vielleicht ein bisschen knapp werden, je nachdem, was hier alles noch an Gegner kommt. Ist ja auch schon einiges los hier. Oh ja, die warten auf jeden Fall schon auf uns. So, Sekunden, wenn wir ganz kurz die Munition einsammeln. Medikits sind wir leider nicht am Start. Schade. Ui, ui, und da soll ich durch hier, oder was? Ja, läuft. Läuft richtig gut hier. Aua. Okay, so mal ganz kurz warten, bis es hier aus ist. Ah, sehr schön. Einmal durch hier. So, die Frage ist jetzt natürlich, wo sind die... Ah, was ist das? Kann er so machen, oder? Ah, sehr schön. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal ganz gut. Granate ruf und gib ihm. Und hier mal einen Tank. Sehr schön. Überlastung der Zentralventile. Überladung steht kurz bevor. Sofortige Evakuierung. Das war's dann, Rookie.
Luft wird klarer. Ich kann wieder denken. Wir müssen verdammt nochmal raus hier. Das klingt, als würde hier alles in die Luft fliegen. Ich suche nach Überlebenden und treffe dich da draußen. Viel Glück. Okay, Freunde. So, mal ganz kurz ein bisschen Lebenspunkte generieren hier. Könnte sonst ein bisschen knapp werden, was die Lebenspunkte angeht. Okay. Oh, hallo. So. Munition haben wir auch nicht mehr so viel, aber das reicht auf jeden Fall noch, glaube ich. Shit, ich konnte mich gar nicht heilen. Naja, egal. Jetzt kann ich schaden. Mann, jetzt geht's ja richtig hoch her hier. Unglaublich. Und da wollte ich einfach nur ein paar Schreine zerstören und dann geht das ja gleich so ab. Unglaublich. Ich hätte auch keine Wahl, irgendwie was dagegen zu machen. Ich wurde direkt hierher gebracht sozusagen. Aber naja. Zum Glück rechtzeitig noch die Aufnahme gestartet. Jetzt hätte man das alles verpasst. Oh, hallo. Aua. Okay, wollte gerade sagen, der hat sich gerade selber in Luft gesprengt. Naja, gut, habe ich Granate reingeworfen. Und das Silo-Ding sieht genauso aus wie damals bei John. Irgendwie kommt mir das ähnlich bekannt vor. So, einmal raus hier. Oh Mann, linke Füße, es geht auf jeden Fall richtig bergab hier mit dem Bunker. Oh Mann, oh Mann. Ja, Grund zur Party auf jeden Fall. Hamban River Region befreien. Es kam tatsächlich schneller als erwartet. Und ganz ehrlich, ich habe da jetzt nicht mitgerechnet, dass es jetzt so schnell geht. Denn eigentlich wollte ich mir das noch ein bisschen aufheben. Aber das schadet nicht. Wir haben noch genügend Aufträge dort zu erledigen. Ja, und das... Ah, Mensch. Der liegt auch noch. Er hat sich Gott sei Dank nicht erhängt. Sehr schön. Du siehst scheiße aus. Ja, so fühle ich mich auch. Brauchst du Hilfe, um reinzukommen? Gott, nein, das geht schon. Hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Du hast heute eine Menge Leute gerettet. Vergiss das nicht. Hey, kannst du mir helfen? Ich muss los. Hm. Weißt du, es gab einen Moment, kurz bevor du ankamst. Ich verlor die Hoffnung. Ich sah einfach keinen Ausweg. Aber du warst stark. Und viele gute Menschen sind gestorben, aber wir alle hier, wir leben noch dank dir. Und ich bin verdammt stolz auf dich. Und jetzt geh und finde diesen gottverdammten Joseph Seed. Bring ihn vor Gericht, oder? Unter die Erde. Das ist ein Befehl, Deputy. Ja, zu Befehl. Mensch, unglaublich. Das ging ja richtig gut. Woher? Ein Ziegel ward geöffnet. Meine Faith. Meine Faith.
Sie war nicht die Erste, die diesen Namen trug, aber sie war die hingebungsvollste. Als sie zu mir kam, war sie wie viele von euch. Gebrochen. Verloren. Ich habe an sie geglaubt. Und sie wurde engelsgleich. Perfekt. Und die Sünde haben sie uns weggenommen. Es ist der Glaube, der uns zusammenhält. Ohne sind wir verloren. Also verlieren wir nie den Glauben. Und jene, die uns Böses wollen, werden leiden. Ja, ich befürchte auch, dass wir da noch einiges um die Ohren bekommen. Denn er könnte vielleicht ein bisschen angepisst sein. Jetzt sind dann schon zwei weg. Okay, sehr schön. Der Sündenfresser haben wir freigeschaltet. Du hast es geschafft. Faith ist erledigt. Der Hendling River wurde befreit. Und da John ebenfalls tot ist, bleibt nur noch Jacob im Norden übrig. An die Arbeit. Uiuiui, Freunde. Mensch, das ging ja richtig hoch her. Hat mir echt gut gefallen. Vor allem auch von der ganzen Umsetzung her. Wirklich richtig gut. Okay, so, aber wir gönnen uns erstmal jetzt ein kleines Päuschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder bei Far Cry 5. Und bis dann, einen schönen Tag. Wir sehen uns. Tschüss.